Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Es ist wieder Zeit für unser MacPom-weites Magazin Wirtschaftsfenster MV, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Liebe Zuschauer, in dieser Ausgabe berichten wir wieder quer durch ein vielseitiges Themenspektrum. So wird es um Kulturpflege in der Landeshauptstadt, um moderne Technik in der Berufsausbildung und um umweltschonende Energieerzeugung gehen. Dazu jetzt Beitrag 1 aus Rostock. Die katholische Pfarrei Herz Jesu erhielt zwei Fördermittelbescheide aus dem Energieministerium. Mit den Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung installierte die Pfarrei auf zwei Kindertageseinrichtungen Photovoltaikanlagen. Die Mittel dienen der Förderung von Projekten zur Umsetzung des Aktionsplans Klimaschutz gemäß der Klimaschutzförderrichtlinie Unternehmen. Auf dem Dach der Kindertagesstätte St. Thomas Morus im Stadtteil Evershagen befindet sich nun eine Anlage mit knapp 10 Kilowatt Nennleistung. Genau wie in der zweiten Einrichtung in der Rostocker Südstadt. Hier bekam die Kindertagesstätte St. Martin ebenfalls eine Photovoltaikanlage mit etwa 10 Kilowatt Nennleistung auf das Dach. Für beide Vorhaben gab es insgesamt knapp 32.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ja, als Kirche sind wir ja ganz bewusst nochmal den Blick der Schöpfung Gottes in der Welt. Und dass wir uns verdanken auch dieser Schöpfung und dieser Zuwendung. Und das ist auch die Bewahrung der Schöpfung auch, ganz bewusst aus einem christlichen Anspruch heraus, was unser Glaube sagt. Unser Papst Franziskus hat es auch in seiner Enzyklika Laudato Si auch bewusst nochmal uns ans Herz gelegt, diesen Blick für die Schöpfung zu haben. Und dass sie uns anvertraut ist, sie nicht darüber zu herrschen, sondern halt sie zu bewahren und weiterzugeben. Und das ist eine Form, sie zu bewahren und weiterzugeben, dass wir ganz bewusst mit der Schöpfung leben, nicht gegen sie, die sie nicht ausrauben, sondern ja, wiederverwertbare Energie zu nutzen, um da ein Zeichen zu setzen auch. Das tun wir hier in Thomas Morus in der Kita und auch in der Kita St. Martin in der Südstadt. Durch beide Maßnahmen können rund 12 Tonnen CO2 eingespart werden. Dem aber nicht genug, dienen die Anlagen gleichzeitig der Bildung der Kinder und der Eltern. Kindgerecht sollen die Zusammenhänge zwischen Energiegewinnung und sinnvolle Energienutzung dargestellt werden. Ja, sie werden sehr früh schon drangebracht an Bewahrung der Schöpfung. Was heißt das konkret? Strom kommt aus der Steckdose, viele Dinge. Und dass die Kinder ganz bewusst auch schon in den Jahren, das hat alles seine Herkunft. Und man kann anschauen, wie Energie entsteht durch die Umwandlung, durch Sonnenenergie. Und das können sie an technischen Voraussetzungen werden sie erstmal rangeführt. Aber auch sensibel zu werden, dass das, was wir geschenkt bekommen haben durch die Schöpfung, dass sie das bewahren und auch den Blick dafür haben, dass das halt, dass sie auch Sorge tragen müssen dafür auch. Und das beginnt schon im Kindergartenalter, Da geschieht das auch schon. Und durch die verschiedenen Techniken, die auch sichtbar ist, die Sichtwand, können sie sehen, wie ja, Energie gewonnen wird, wie das sich entwickelt. Und das wird darüber gesprochen mit den Kindern auch und halt sensibel gemacht für dieses Thema auch. Die Energiegewinnung beider Vorhaben dienen dem Eigenbedarf zur Speicherung der nicht verbrauchten Energie, wird ein Batteriespeicher zur Nutzung in Zeiten ohne Erzeugung solarer Energien eingesetzt. Liebe Zuschauer, auch im klassischen Handwerk geht es heutzutage kaum mehr ohne moderne computergestützte Technik. Klar, dass sich mit dieser dann auch der Berufsnachwuchs bestens auskennen sollte. Über 100 Schüler werden jährlich am regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz, kurz RBB Müritz, im Fachbereich Holztechnik ausgebildet. Tischler, Holzmechaniker und Fachpraktiker für Holztechnik
arbeiten mit ihrem Werkstoff hier in Wahren-Müritz an traditionellen Werkzeugen wie Kreissägen, Fräsen, Hobel oder Schleifmaschinen. Seit kurzem stehen ihnen und den Lehrkräften aber auch datengespeiste Werkzeugmaschinen mit Planungssoftware zur Verfügung. Im sogenannten Fab Lab entstehen digitale 3D-Modelle oder haptische Formen aus dem 3D-Drucker. Was hier im Programm entworfen wird, kann nun auch zur Ausführung gebracht werden. Etwa 500.000 Euro investierte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in eine CNC-Maschine, unterstützt durch das Land und die EU mit einer 90%-Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Teil der Investition sind bauliche Veränderungen. In der ehemaligen Bauhalle der Malerausbildung fand nicht nur die CNC-Fräse ihren Platz, es entstand zudem ein neuer Theorie-Unterrichtsraum. Hier haben die Auszubildenden nun die Möglichkeit, sich mit jenen Arbeitsschritten auseinanderzusetzen, die ihnen auch im späteren Beruf begegnen werden. Natürlich macht an keinem Ausbildungsberuf und auch nicht an diesem Ausbildungsberuf im Bereich Holztechnik Digitalisierung Halt. Und deswegen ist es notwendig. Und wenn wir das nicht täten, verliert diese Generation Anschluss in Richtung eines zukunftsfähigen Tischlerberufes. Und dazu gehört eben heute CAD, CAD, gehört die CNC-Maschine in der Fertigung, genauso wie wir das im Bereich Metalltechnik haben. Also jegliche Produktion heute und auch das Handwerk ist nicht ausgenommen, braucht beste Technik. Und natürlich kluge Köpfe, damit meine ich unsere Lehrkräfte, die das dann auch methodisch an die Schüler ranbringen. Die 5-Achs-CNC-Maschine vereint die Arbeitsschritte Fräsen, Bohren, Sägen. Entwurf und Herstellung können nun in einem Raum vor aller Augen entstehen. Ein Meilenstein für diese Fachrichtung und das RBB Müritz insgesamt. Und nicht nur für die Schule an sich, sondern natürlich auch für unseren Landkreis, denn wir verstehen uns hier in der Schule auch als Vorreiter von Schule in der Region und letztlich sorgt es dafür, dass die Auszubildenden in unserer Region eine moderne Ausbildung genießen können. 18 weitere Modernisierungsmaßnahmen hat der Landkreis an seinen 4 beruflichen Schulen als Förderprojekte beim Land eingereicht. Die Gesamtfördersumme beläuft sich auf 21 Millionen Euro. Auch am RBB Müritz sind neue Projekte in Planung. Unter anderem erhalten die Gesundheitsberufe einen neuen Unterrichtsraum für digitale Lernmethodik. Unser letzter Beitrag in diesem Magazin berichtet jetzt aus Schwerin. Unsere Landeshauptstadt hat ein beeindruckendes kulturelles und architektonisches Erbe vorzuweisen, das auch gepflegt sein will. Im historischen Zentrum der Landeshauptstadt liegt das Galeriegebäude des Staatlichen Museums Schwerin. Dieses wurde vom Großherzog Friedrich Franz II. In Auftrag gegeben und im Jahre 1882 eröffnet. Anlässlich der nun anstehenden Sanierungsmaßnahmen an der Rückseite sowie der in diesem Zuge auch vorgenommenen Gestaltung des Außenraumes haben wir uns mit Finanzminister Reinhard Mayer sowie der Direktorin der Oberen Landesbehörde Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Dr. Pirko Zinno am Ort des Geschehens umgesehen. Ja, ohne EFRE-Förderung würden wir sowas gar nicht machen können, weder den Erweiterungsbau noch das, was wir jetzt an der Außenfassade im hinteren Bereich und hier im Innenhof machen. Und beides zusammengenommen sind weit über 10 Millionen Euro an EFRE-Mitteln, die hier verbaut werden bzw. schon verbaut worden sind. Man kann also sagen, ohne Europa würde es weniger Kultur und Erhalt kulturellen Erbes in Mecklenburg-Vorpommern geben. Die Rückseite des von Hermann Willebrand entworfenen Gebäudes zeigte sich bisher in nahezu unverfälschten historischen Zustand. Dieses entspricht noch dem ursprünglichen Erscheinungsbild von 1882, das nun instand gesetzt wird. Mit der Erschließung des Innenhofes wird außerdem ein zentral im Welterbeareal gelegener Garten und zwischenzeitlicher Hinterhof zu einem Kunststandort aufgewertet. Also gemacht werden soll hier diese ganze Bereich, der jetzt noch mit Erde bedeckt ist, wird ein wunderbarer Hof. Und wir haben Skulpturen ausgesucht, die auch eben für Kultur und Mecklenburg-Vorpommern stehen. Und die sollen das attraktiver machen für die Besucherinnen und Besucher. Diese ganzen EFRE-Maßnahmen, die hier an den Fassaden auch passieren, bilden letztendlich den äußeren Rahmen dann auch für das, was in den nächsten Jahren auch innen im Museum passieren soll.
Dies ermöglicht vor allem eine Spende der Alexander und Dorit Otto Stiftung. Das Land beteiligt sich an den Vorhaben mit 1,25 Millionen Euro. Geplant ist unter anderem die Neugestaltung des Eingangsbereichs, die Verwandlung von Depots in Ausstellungsräume sowie der Bau eines Treppenhauses. Während der rund zweijährigen Schließzeit, deren genauer Zeitpunkt noch nicht ganz feststeht, soll es laut Dr. Zinno aber kulturelle Interimsangebote geben. Das war unser aktuelles Magazin aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.